So, willkommen liebe Leute, weiterer Teil Naturbeobachtungen und ich habe mir gedacht, back to the roots, wir machen es einfach wieder so, dass man spazieren geht und ein bisschen schaut, was ist gerade tatsächlich wirklich auffällig, so dass man annehmen kann, wenn ihr spazieren geht, dass ähnliche Beobachtungen macht und ich erzähle einfach was zu dieser Beobachtung, was gerade möglich ist und ihr habt dann ein bisschen ein Wissen zu den Pflanzen, die es begegnet. Ganz eine bekannte Pflanze, unsere echte Kamille, bekannt, weil sie eben eine Heilpflanze ist, auch eine anerkannte Heilpflanze, hilft eben, meistens wird es eingesetzt eben bei Bauchweh, bei Darmerkrankungen, Durchfälle, solche Dinge, also alles, was irgendwie mit dem Bauch zu tun hat. Und sie ist eben ein Begleitkraut unserer Landwirtschaft, also da ist ein Gerstenfeld, da hier drüben ist ein Weizenfeld und genau an solchen Feldrändern wird die echte Kamille ganz oft finden. Der Hund ist ein bisschen sozusagen, es gibt Verwechslungspflanzen, nämlich einmal gibt es die Gattung der Hundskamillen, also Kamille ist eine eigene Gattung, Hundskamille ist eine eigene Gattung und dann gibt es auch, wenn das nicht schon reichen würde, auch noch die Strandkamillen. Ah, die Strandkamille ist eine eigene Gattung mit vielen Arten innerhalb der Gattung und da muss man sich praktisch ein bisschen umeinander plagen, nur es gibt auch tolle Unterscheidungsmerkmale. Auch wenn ich die wahrscheinlich jetzt nicht wirklich sagen kann, außer vielleicht bei den Strandkamillen, ist es in der Regel eben so, dass die viel größer im Wuchs sind. Ihr seht es da mitten in die ganzen Kamille, in der echten Kamille, kommen da Strandkamillen und die sind noch nicht in Blüte überragen, aber die echte Kamille schon um einiges. Also das ist da vielleicht einmal ein hilfreiches Unterscheidungsmerkmal. Hundskamille bitte im Lexikon nachschauen, vielleicht eines der eingänglichsten Unterscheidungsmerkmale. Merkmale ist, dass die Hundskamille viel breitere Blätter hat. Schaut, also die sind eben da die Blätter von der echten Kamille und die sind ja wirklich sehr dünn und filigran. Auch die Strandkamillen haben diese dünnen, filigranen Blätter, aber die Hundskamillen haben wirklich ein bisschen breitere Blätter. Also die können dann 2-3 mm breit sein, ist nur alle filigran, aber nicht so filigran wie diese Blätter der Strand- und der echten Kamille. Dieses am Schluss sage ich euch nur ein Unterscheidungsmerkmal, aber das muss ich vorbereiten, komme ich gerade drauf, das wird jetzt einfach mit einer Hand nicht funktionieren. Ich hoffe, es erinnert mich wieder dran. Aber nochmal zurück, weil auch in der Kamille gibt es verschiedene Arten, also diese Gattung, wo die echte Kamille drinnen ist, auch da und da habe ich das Glück, dass nebenbei auch gleich ein Mitkollege wächst, nämlich die strahlenlose Kamille. Und bei der strahlenlosen Kamille ist der Name eben Programm. Es fehlen die Zungenblüten. Schatz, also das ist die strahlenlose Kamille. Es fehlen die Zungenblüten und das ergibt natürlich optisch ein eindeutig und einfach zuordnbares Erscheinungsbild. Und die strahlenlose Kamille, sie duftet ähnlich gut wie die echte Kamille, nur wenn es dann tatsächlich um Wirkstoff geht, ist ja forscherweise rausgekommen, dass die strahlenlose Kamille nicht das enthält, das was unsere echte Kamille zu einem Heilkraut macht. Also man kann es gern verwenden praktisch für Tee oder für Lecker, weil es gut duftet, aber wenn man sie auf Heilwirkung ausgerichtet hat oder Heilwirkung sucht, dann muss man einfach die echte Kamille benutzen. Und vielleicht noch ein bisschen zur Lebensgeschichte. Auch dort jetzt teilen sie dann wieder die meisten Kamillen auch aus den verschiedenen Gattungen, sind einjährige Pflanzen. Also das heißt, alles, was wir da sehen, aber der strahlenlosen Kamille und auch dort bei der Strandkamille, das ist tatsächlich in diesem Jahr erst gekeimt und innerhalb von dieser kurzen Zeit eigentlich, seit der Keimung, sind das schon so große Pflanzen geworden. Und wenn dann der Herbst gekommen ist und die Früchte reif sind und ausfallen, dann ist das Leben dieser Kamillen auch schon wieder vorbei. Genau, ich möchte eigentlich jetzt nun besonders sagen, dieses eine tolle Erkennungsmerkmal. Wisst ihr was, da muss ich aber kurz auf Pause schalten, dass das was wird, weil sonst wird das ja zu ein großes Gewackle, auch wenn ihr es gewohnt seid, bitte geduldet euch kurz. A few moments later.
So schaut, ich habe sogar das Glück, es müsste gehen mit dieser noch nicht entwickelten Strandkamille. Ich habe da den Blütenkopf in der Mitte auseinanderknipst, in zwei Hälften geknipst. Und es geht jetzt um den Bereich, wo die Röhrenblüten angemacht sind, was dieses Köpfchen praktisch erzeugt. Und dieser Bereich ist aber dieser Strandkamille und das wäre aber der Hundskamille so mit einem Mark gefüllt. Was morgen ist, wenn wir da jetzt die echte Kamille nebenbei noch mal sehen, ja, habe ich da irgendwo einen Zeigerstabel. Dieser Bereich ist eben bei der echten Kamille hohl. Ich hebe uns das in die Hände, sieht man das? Also da, wo praktisch diese Blüten angemacht sind, also was dieses Köpfchen erzeugt, das Ganze ist hohl. Und bei den Strandkamillen, beziehungsweise aber der Hundskamille, da ist leider noch nicht so weit entwickelt, aber man sieht es dennoch. Also da drinnen ist nicht Luft, sondern da ist irgendeine Füllung, also das ist markig gefüllt. Und das wäre praktisch das optische Unterscheidungsmerkmal, wenn man unsicher ist, kann man das einfach aufknipsen und nur eben die echte Kamille. Und es ist schon aber der strahlenlose Kamille so, aber die strahlenlose Kamille, die kann man praktisch eh nicht fehlbestimmen sozusagen. Das ist eben hohl. Vielleicht nur Auffälligkeit bei der Blütenentwicklung. Man kann ein bisschen das Alter einer Blüte absehen, weil junge Blüten, da ist das Köpfchen der Röhrenblüten noch relativ flach. Sieht man das? Und im Älterwerden wird dieses Köpfchen immer gupfiger und runder und höher. Sieht man das da? Also da ist das wesentlich höher wie dieses Köpfchen und da kann man das Blütenalter ein bisschen abschätzen. Jetzt noch vielleicht für die, die was wissen wollen, ja, was nehme ich denn da jetzt mit? Also mein Tipp ist, gemütlich ist, wenn man sie wirklich die Kamille so pflückt und dann die Menge, die was man haben möchte, mit nach Hause nimmt oder irgendwo sie dann zumindest gemütlich hinsitzt, weil als Teedroge wird tatsächlich nur das Blütenköpfchen verwendet und dann getrocknet. Also ein bisschen Grüngut mitnehmen und dann wo gemütlich machen und dann diese einzelnen Blüten abzupfen, zusammen gut trocknen und schon hat man den selbst gesammelten Kamillentee. Ja, voll eine super Sache, wie ich finde. Ihr könnt jetzt auf den Fortschrittsbalken schauen. Vielleicht hüpft uns noch was rein und vielleicht haben wir ja sogar noch das Glück, dass wir Strandkamillen antreffen oder vielleicht sogar eine Hundskamille. Die finde ich eben ganz selten, die Hundskamille bei mir, wo man sich das nochmal genau anschauen kann, wie es in der Blüte ausschaut. Und sonst schauen wir, was noch passiert. Okay. So, kleiner Ortsschock, es ist gerade wieder weg vom Feldrand, wobei dort gibt es wieder Feldrand. Ganz oft wird es in Wäldern kleine eingezäunte Flächen finden. Also da spreche ich jetzt nicht von große Gebiete, wo frisch aufgeforstet worden ist, eingezäunt, sondern in der Regel, es gibt zwei verschiedene Standardgrößen, 6x6 Meter oder 15x15 Meter. Und das ist eben mit einem Zaun ein geschützter Bereich und das Ganze nennt sich eine Weiserfläche. Dann ist das eben ein weißer Zaun für diese Weiserfläche. Also nicht weiße für Gandalf, der weiße Zauberer, sondern für Weisen, Hinweisen, Wegweisen, auszeichnen, herzagen, so dieses Weisen. Sinn davon ist folgender, dass man eben von einem Stück Wald schauen kann, welche Naturverjüngung passiert, wenn es keinen Wilddruck gibt. Also da, wo dieses Zaungebiet ist, da drinnen, da kommt natürlich kein Wild rein und kann somit nicht irgendwie zum Naschen anfangen an jenen Bäumen und Sträuchern und Pflanzen, die was einfach von sich aus Samen aufgehen. Und dann hat man nebenbei die normale Waldfläche. Und da sieht man dann, aha, so schaut es aus, wenn das Wild dazu darf. Und dann kann man ein bisschen abschätzen, wie stark das der Wilddruck in einem Gebiet ist. Ja, und ich weiß, also nicht alle hören das gern, wenn man sowas in Videos erzählt. Und es geht dann natürlich auch um Bejagung, um schauen, wie viel Stück Wild verträgt der Fläche. Für die, die was sowas schwer hören können und dann irgendwie böse auf Jäger sind, ohne
Also wir haben es schon verkackt. Entschuldigung, wenn ich das einfach so ausdrücke. Der Mensch greift schon so lange in das ganze System ein. Das ist schon vorbei, dass man einfach alles lassen kann, wie es ist. Weil alles lassen, wie es ist, würde nur funktionieren, wenn es uns Menschen nicht mehr gab. Wir würden auch nicht irgendwie lustig spazieren gehen können und irgendwelche Kräutervideos machen können. Besonders nicht bei uns da, weil dann wäre einfach alles Wald. Es würde wahrscheinlich unterhalb der Baumgrenze fast keine offenen Flächen geben. Somit, der Mensch greift ein und hat Technik und Technologien entwickelt, wie er eingreift, und das ist eben auch Technik, zu schauen, wie schaut ein unberührtes Stück aus und wie schaut ein berührtes Stück aus. Und ich finde, das sieht man da eigentlich ganz schön, da von der Naturverjüngung, es ist extrem viel Bergahorn da. Am Bergahorn bei mir finde ich hauptsächlich heraus. Bergahorn, Spitzahorn wird noch angesetzt. Ein tolles Unterscheidungsmerkmal, oder wie man Bergahorn ganz leicht bestimmen kann, ist, weil das mit den Spitzen, das kann ja unterschiedlich ausgeprägt sein. Aber der Bergahorn zwischen die, also diese Bucht da, die was da gebildet ist zwischen den Spitzen, wenn ihr euch das anschaut, das ist ganz scharf. Das schaut aus, wie wenn es mit der Schere ausgeschnitten wäre. Also ganz ein schönes spitzes Dreieck. Beim Spitzahorn ist das eine lappige Schwingung. Also das ist eine Rundung beim Spitzahorn, und nur beim Bergahorn ist das so schön spitz geschnitten. Also da geht ein Haufen Bergahorn auf. Sonst sehe ich da eigentlich eher so Springkrautgeschichten, große Klette. Also von dem, was wild aufgeht, von allein aufgeht, ist da der Bergahorn vorherrschend. Natürlich, man sieht darunter Rotbuche, ist auch da. Die Rotbuche ist ja voll interessant. Die kann ewig lang im Schatten der Elternbäume oder der Konkurrenzbäume so dahin wachsen, so klar. Und wenn dann aber ein Baum fällt und auf einmal mehr Licht durchkommt, dann ist die Zeit der Rotbuchen gekommen, und dann kann es sein. Weil wenn man da schaut, da sind ja immer wieder sind da kleine Rotbuchen. Da sind kleine Rotbuchen, die können oft schon echt viele Jahre sein, die können ganz lang so da klar dahin kriechen, und irgendwann macht es auf einmal einen Krocher, wenn er in der Zeit gekommen ist, und das wären so große Buchen. Ja, aber man sieht, ein bisschen ausgedünnter ist dieser nicht eingezäunte Bereich schon im Vergleich zu dem Bereich, der was im Weißer Zaun eingeschlossen ist. Also ich kann da jetzt natürlich nicht rein, aber da ist praktisch keine Lücke, da ist nichts frei. Also das ist alles dicht besät. Da sieht man, okay, ein bisschen Jausen tut das Wild dann schon. Aber ich nehme mal an, dass das kein großer Druck ist. Gut, passt. Ihr schaut wieder auf den Fortschrittsbalken. Ich weiß natürlich nicht, bei so ungeplanten Spaziergängen, ob dann noch was reinhüpft. Ah, schaut's. Es hüpft immer irgendwas rein, wenn man schaut. Schaut's. Kommt, das ist voll interessant. Das ist Bergahorn, Bergahorn, Bergahorn. Und auch das ist ein Bergahorn, aber eine Mutation von Bergahorn. Heuer habe ich mit euch noch keine Mutationsrunde gemacht. Ich verlinke da ein Video, haben wir sich schon miteinander öfter angeschaut, im vorigen Jahr oder vor 2 Jahren. Haben wir Mutationen gesehen, und dann haben wir zum Beispiel die Kirschpflaume gibt es als Blutversion. Die Rotbuche gibt es, die Blutbuche, auch das ist eine Mutation. Es gibt den Spitzahorn als Blutahorn, und da verschiedene Sorten, auch eine Mutation. Und im Bergahorn, das ist dann der rote Ahorn oder der rote Bergahorn, voll die spezielle Mutation, nämlich wie seht, die Blattoberseite ist grün, nur von unten sieht man das Rot, und dieses Rot hält sich auch praktisch das ganze Jahr lang. Es ist eben nicht so, wie es bei der Blutbuche ist, dass sie das nach und nach im Laufe des Jahres nachgrünt. Also dieses Rot bleibt erhalten. Und auch interessant ist, dass es eine relativ stabile Mutation sein muss, weil für das, dass bei uns in Parks und anbaut ganz viel Blutbuchen gibt und auch anbaut ganz viel Blutahorn gibt, für das geht ziemlich wenig freier Blutahorn oder
Blutbuche gibt es schon vereinzelt, aber gingen nur vereinzelt auf. Das heißt, dass diese Mutation rezessiv ist. Boah, jetzt, das wird jetzt schon wieder kompliziert. Nein, aber einfach gesagt, das heißt einfach, dass diese Mutation nicht vorherrschend in den Genen ist. Das Ganze nennt sie rezessiv. Wenn es eine dominante Geschichte ist, dann wird sie das viel öfter ausbilden, dieses Bild. Also wenn ein dominantes Gen für rote Blätter da wäre, dann würden die meisten Samen rotblättrige Bäume ergeben und nur ganz wenige würden dann auf einmal irgendwie immer grün werden. Bei rezessiven Genen ist es so, dass die in den Hintergrund treten, das heißt, das dominante Gen ist, wie da beim Bergahorn, grüne Farbe, aber es gibt ein rezessives Gen, das was nur manchmal schlagend wird und das heißt eben dann rotes Laub. Und beim Bergahorn, diese Form von Mutation mit dieser roten Laubunterseite, die setzt sich viel öfter durch in der freien Wildbahn, wie das die Mutation von der Blutbuche oder vom Blutahorn macht. Ist meine Beobachtung, finde ich voll interessant. Gibt es natürlich nicht nur so kleine wachsende Bäumchen, sondern ihr werdet oft nach oben schauen, weil dann denkt man sich, boah, interessant, ich schaue irgendwie auf ein rotes Blätterdach. Gut, das jetzt wieder nur am Rande. Gut, ihr könnt am Fortschrittsbalken schauen, ob da noch was kommt. So schaut es für die Verabschiedung vielleicht noch. Das ist das einjährige Berufkraut, auch Feinstrahl genannt. Einjähriges Berufkraut, Name ist Programm, so wie die Kamille, nur ein Lebensjahr. Und es ist so gesehen keine klassische Kamillenverwechslungspflanze, weil schaut es, also sie schaut ja trotzdem ganz anders aus. Die Kamillen, was ich euch aufgezählt habe, Strandkamille, Hundskamille, da ist tatsächlich verführerisch zum Verwechseln. Und zeitgleich, obwohl das keine Verwechslungspflanze ist, möchte ich es jetzt als Abschluss nochmal erzählt haben. Ein Freund von mir hat mir mal ganz stolz seine Kamillenvorräte gezeigt, die was er frisch gepflückt gehabt hat. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das ein Feinstrahl war. Also der hat drum, wenn man mal was weiß, dann denkt sich das so selbstverständlich an. Das muss man doch wissen oder das weiß doch jeder. Aber das ist gar nicht so. Also sollte praktisch auch keine Peinlichkeit sein. Somit erzählt, wenn ihr sowas findet, es ist verführerisch, weil es so eine schöne kamillenähnliche Blüte hat, ist keine Kamille, sondern in dem Fall dann der Feinstrahl. Aber vielleicht begegnen wir den ja sogar nochmal in diesem Jahr, wenn es so richtig so Blütezeit ist. Gut, wir sehen Sie beim nächsten Mal.